Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen beim Spiegelthema. Unser heutiger Gast, Vico von Bülow, er ist auch unser heutiges Thema. Vico von Bülow, geborener Loriot oder Loriot, geborener Vico von Bülow, wird 70 Jahre. Dieser Umstand ist ja eigentlich für den Betroffenen selbst meist nicht so erfreulich für die, die ihn feiern. Wie fühlen Sie sich? Exakt wie 70. Und wenn ich noch irgendwelche Zweifel gehabt hätte, ein Blick in den Spiegel genügt, um das zu bestätigen. Ich will Ihnen jetzt nicht schmeicheln, aber Sie könnten glatt als 69 durchlaufen noch. Fabelhaft. Ich danke für das Kompliment. Ich habe in den letzten Tagen in den Zeitungen gelesen, und zwar allen Ernstes, dass man überlegt hat, Sie vielleicht doch zum Bundespräsidenten vorzuschlagen. Ihre Vita ist makellos, Sie haben keine politischen Skandale auf Ihrem Lebensweg, Sie verfügen über einen notorischen Humor, Sie können reden, Sie können sich artikulieren. Würden Sie es denn ernsthaft in Erwägung ziehen, als Kandidat zur Verfügung zu stehen? Als Humorist darf ich auf diese Frage nicht ernsthaft antworten. Aber die Würde des Amtes verbietet es mir, auf diese Frage komisch zu antworten. Also kann ich leider überhaupt nicht darauf antworten. Ich habe eine Nebenfrage dazu. Wie ist Ihr Verhältnis zu Frauen? Wo gehören die hin? Was hat das für eine Beziehung zum Bundespräsidenten? Das habe ich eben nicht... Das werde ich Ihnen erläutern, wenn ich darf. Es gibt ja einen Kandidaten, der nicht zuletzt durch sein Bekenntnis, dass die Frau als Mutter eigentlich an den Herd gehörte, dass das die Natur so eingerichtet habe, seine Kandidatur nochmal unterstrichen hat. Ja, also dazu kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass die Frau nicht durchgängig am Herd zu tun hat, sondern auch gelegentlich anderweitig zur Verfügung steht. Sie meinen in der Küche, nicht nur, sondern auch eben beim Aufräumen? Na ja, und sonst auch so gibt es Gelegenheiten und ganze Felder, auf denen sie tätig sein kann, ohne den Haushalt zu berücksichtigen. Da habe ich, glaube ich, ein durchaus natürliches Verhältnis zum anderen Geschlecht. Sieht das Ihre Frau auch so? Ich denke ja, ja. Gut, ich möchte jetzt doch etwas ernsthafter werden. Wenn man 70 wird, dann hat man eine Zeit erlebt, die in Biografien dann so heißt, das waren die Nachkriegswirren. Ich habe bei Ihnen gelesen, Sie waren da Holzfäller. Mhm. Wie war das? Waren Sie ein guter Holzfäller? Anstrengend. Ich war ein, glaube ich, ganz guter Holzfäller, weil man ja aus einer Zeit stammte, in der man alles gut machen sollte und sehr präzise zu sein hatte. Das hatte ich noch übernommen aus den Kriegsjahren und fällte nun Holz, was gesünder war, auch niemand schadete zum Beispiel. Wo war denn das? In Markoldendorf in der Nähe von Göttingen. Und haben Sie das gemacht, weil man auf diese Weise am ehesten zu etwas zu essen kam, oder? Man musste tätig sein, um überhaupt Essensmarken, so Brotmarken und Fleischmarken, ja, zu kriegen. Und da hatte man die Wahl zwischen Bergwerk und Wald. Mhm. Und da schien mir der Wald das geeignetere zu sein, obwohl ich seitdem eben so eine gewisse Abneigung gegen die frische Luft nicht mehr ganz unterdrücken kann. Das stammt von daher. Also Sie arbeiten lieber unter Tage im Fernsehen? Nicht unter Tage, so, ja, es ist ja ähnlich so hier. Ja. Oder eben doch unter Tage am Schreibtisch, mit dem Blick nach draußen. Aber diese Nachkriegsjahre, die haben Sie dann, ich meine, Ihre Biografie kann jedes Kind, oder ich will nicht übertreiben, jedes zweite Kind in Deutschland inzwischen nachbeten. Ich will trotzdem an Ihre Stationen erinnern. Sie sind dann, um sich Ihr Studium zu finanzieren, Zeichner geworden, Cartoonist, wie man heute sagt, Karikaturist. Und Sie haben eine Figur geschaffen, die eine exakt entgegengesetzte Nase von Ihrer hatte, nämlich eine Knollennase. War das eine Tarnung? Oder? Das muss ich ein bisschen korrigieren. Die ersten Zeichnungen oder die Figuren der ersten Zeichnungen hatten spitze Nasen und durch das häufige Zeichnen rundeten die sich langsam ab. Das entstand gewissermaßen von alleine. Ist das wirklich so? So ist es. Ja. War das kein Tarnvorgang? Nein, ein bisschen? Nein, nein. War nein. Das auch kein Gegenüber, sich einen knollennasigen Deutschen so vorzustellen, der etwas ungeschickter ist? Nein, nein, da war ich wohl beeinflusst durch Thurber in Amerika oder durch Dubut in Frankreich oder so. Mhm. Es war eine Zeit damals, Ende der 40er Jahre, und da musste man sich entscheiden, irgendeine Figur zu erfinden, und so kam die mit der spitzen Nase und die rundete sich wie ein Stein im Wasser in den Jahrtausenden sich rundet, so rundete sich diese, ja, Nase. Wenn man 70 wird, entschuldigen Sie, dass ich darauf so herumreite. Ja, das ist ja auch was Wunderbares. Da hat man, glaube ich, auch das Pech und Glück,
dass man in Anführungszeichen, wenn man so wie Sie ist, Klassiker wird. Und diese erste Periode ist ja insofern auch klassisch, da man im Rückblick sagt, er hat das Adenauer-Deutschland in der Karikatur mit diesen Papritz-Benimmregeln, mit den Deutschen, die sich in einer neuen Welt zurechtzutasten suchten und dabei immerfort auf die Nase fielen, auf die Knollennase, festgehalten. War das damals ein bewusster Vorgang oder ist Ihnen das eigentlich als Widerstand gegen die damalige Wirklichkeit unbewusst in die Feder geflossen? Das war sicher unbewusst, denn wir waren ja alle Kinder unserer Zeit und ich machte das, was ich für komisch hielt. Und komisch war diese neu erwachte Würde. Und je höher die Würde angesiedelt war, je tiefer also der Sturz, desto komischer die Situation. Nun kommen Sie ja aus einer Offiziersfamilie. Sie waren selber Oberleutnant im Krieg, bevor Sie Holzfäller waren. War da also Benehmen, Anstand, Exerzierreglement nicht sozusagen vorgegeben? Sie sind ja Ihr Leben lang ein ungeheuer disziplinierter Mensch gewesen. Ja, das mag so gewesen sein. Also in der Familie sind wir, was man so nennt, gut erzogen worden, mein Bruder und ich. Und es gab gewisse Regeln, die man beherzigen musste, auch in der Familie. Haben Sie manchmal gegen diese Regeln verstoßen? Ja, gewiss. Fällt Ihnen da was ein? Da fällt mir nichts Besonderes ein. Ich habe kein sehr gutes Gedächtnis, merkwürdigerweise. Vielleicht habe ich ein gut funktionierendes Verdrängungsvermögen, das diese gewissen Dinge irgendwo ruhen lässt. Ich muss sehr nachdenken, um auf sowas zu kommen. Und kommen Sie manchmal auf Ihre Kindheit in Erinnerungen zurück oder liegt da eine Verdrängungsglocke drüber? Nein, ich komme ab und zu darauf zurück und das eigentlich mehr gerührt. Ich hatte ja keine sehr glatte Kindheit. Meine Mutter starb sehr früh und ich kam zu meiner Großmutter und das waren schon ganz besondere Verhältnisse. Das war in Brandenburg. In der Zeit starb sie und mit 3 Jahren kam ich nach Berlin, dann kam die Großmutter und diese alten Damen mit ihrer mit einer Atmosphäre aus dem 19. Jahrhundert dies alles beeinflusste mich und ich dachte, so ist es eben als Kind, so lebt man eben. Ich wusste ja nicht, dass nicht jedes Kind seine Mutter verliert, sondern aber als Kind denkt man, das ist eben wohl so muss das wohl sein. Hat die Kindheit dadurch eine gewisse Erinnerung von Kälte oder nicht? Gar nicht von Kälte, weil eine Großmutter wahrscheinlich sogar wärmer sein kann als eine Mutter. Ja. Das nicht. Aber es hat für mich immer so, jetzt aus dem Blick, aus meinem Blick jetzt des 70-Jährigen zurück, merke ich, was für eine rührende Kindheit das eigentlich war. Durch, eben durch Verluste, die man sehr früh erleiden musste. Was meinen Sie mit rührend? Meinen Sie auch die Nähe an der Tränengrenze ein bisschen? Eigentlich hätte sein müssen, war es aber nicht. Nur in der Rückschau sieht es so rührend aus, diese beiden kleinen Kinder, mein Bruder und ich, hatten keine Mutter mehr, der Vater war nicht da und hatte eben Dienst und hatte irgendwo zu tun und wir lebten bei der Großmutter. Mein Gott, denkt man, was für eine Kindheit, die eigentlich in ganz frühester Zeit schon psychologische Schäden eigentlich hätte hervorrufen müssen. Nichts dergleichen. Vielleicht ist ja Humor ein psychologischer Schaden. Ja, mag ja sein. Mag sein, ja. Und das hat jetzt aus der Rückschau dieses gewiss Rührende. Es dauerte ja nur bis zu meinem 10. Lebensjahr, dann heiratete mein Vater wieder und dann kam wieder die Familie zustande. Und wie war die Stiefmutter? Die Stiefmutter war ungeheuer bemüht. Und auch jetzt aus der Rückschau denke ich, mein Gott, was für eine Aufgabe, so einen 10- und einen 9-Jährigen als Kind zu kriegen, selber keine eigenen Kinder zu haben und nun die erziehen zu wollen. Wir waren natürlich, wir setzten dem einen Widerstand entgegen. Auch aus Eifersucht, oder? Es war so neu. Wir kamen aus dem warmen Nest der Großmütter, Groß- und Urgroßmutter, nun plötzlich in die kühlere Welt einer jungen Familie, wo jeder mit sich selber zu tun hat. Hatte und eine Großmutter, Urgroßmutter kann sich ja sehr weitgehend mit so Enkeln und Urenkeln beschäftigen. Eine Hausfrau nicht mehr so sehr. Das war alles so ein bisschen kühler. Und das haben wir natürlich gemerkt. Und es war nicht so ganz einfach, aber von allen Seiten sehr bemüht und hat immer gut funktioniert. Welches sind Ihre erste Erinnerungen an Talentäußerungen in irgendeine Richtung? Ich meine, ich setze voraus, dass Sie Lokomotivführer oder Offizier werden wollten oder Nein, ich wollte Farmer. Ich wollte eigentlich Farmer
sichtbar werden in Afrika. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Haben Sie irgendwelche Bücher gesehen, wo schöne Kolonialprodukte waren? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Und dann fuhr bei uns in Berlin immer ein Milchwagen vorbei, vorne mit zwei Pferden und hinten zwei leeren Sitzen, auf denen eigentlich zwei so Milchmänner sitzen sollten, die dann die Milch abzapften. Mhm. Die Milchmänner hatte man schon damals nicht mehr, man hatte nur noch einen Kutscher, sodass wir, wenn wir zur Schule gingen, uns schnell hinten auf den Milchwagen setzten und so eine Weile fahren konnten, mhm, was wir nicht durften. Mir schien es zu der Zeit sehr am Anfang der Schule reizvoll zu sein, einen Beruf in dieser Richtung eventuell zu ergreifen. Ein anderer Beruf, der mich sehr beeindruckte, waren diese Zelte auf der Straße. Ja, wo Bauarbeiten. Ja, und zwar immer mit Röhren. Da wurde irgendwas gelötet oder was an so Telefon und anderen Röhren. Das erschien mir auch sehr reizvoll. Damals wurden noch keine Kabel fürs Fernsehen. Nein, das waren andere, ja. Und da besinne ich mich auf eine Schwester meiner Urgroßmutter, die mit einem Komponisten verheiratet war. Und die hat mich dann so, als ich fünf war oder sowas, gefragt, möchtest du Pianist werden? Du hast so hübsche, kleine Hände und das könnte doch eventuell dann zu diesem Beruf dienlich sein. Und da sagte ich ihr, nein, ich sei bereits entschlossen, unter diesen Zelten mit den Kabeln mich zu beschäftigen. Das hat sie so beleidigt, dass sie nie wieder gefragt hat. Und haben Sie nie wieder Klavier spielen gelernt oder doch? Ich habe dann nach dem Kriege mal angefangen, aber da ich kein Klavier zu Hause hatte und angewiesen war auf den Flügel in der Kunstakademie, ja, und der uns dann in Hamburg, und der uns dann verschlossen wurde, war das beendet. Aber Sie haben dennoch ein sehr inniges und herzliches Verhältnis zur Musik entwickelt. Ja, eigentlich ein stärkeres als zum Zeichnen oder zur bildenden Kunst. Ach, die Musik liegt Ihnen näher. Ja. Und eigentlich wären Sie am liebsten Opernregisseur, was Sie ja auch sind? Das will ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie so ein Beruf aussieht. Ich habe gern mal Opernregie geführt und sicher gab es mal eine Zeit, wo ich jeden Opernsänger beneidet weil er auf der Bühne stand. Mhm. Können Sie über ihn singen? Nein. Ich war in der Schule, im Schulchor, zweiter Tenor und sang dort, weiß ich noch, den Wachaufchor der Meistersänger. Ja. Eine Melodie, die niemand erkennen würde, weil der zweite Tenor etwas völlig anderes ist als die erste Stimme. Ja, alle Berufe, die mit Musik zu tun hatten, erschienen mir sehr reizvoll, nur dazu reichte die Begabung sicher nicht. Eine indiskrete Frage. Können Sie Partituren lesen? Nein. Nicht? Also ich weiß, wo es rauf und runter geht. Ja. Darum muss ich, wenn ich Regie führe oder mit Oper zu tun habe, die Oper vollständig im Kopf haben. Ich muss sie einfach lernen, ganz genau lernen, sehr oft gehört und gesehen haben und sie auswendig können. Dafür sind Schallplatten und CDs natürlich ideale Berufsvoraussetzungen. Sehr, sehr dienlich, inzwischen. Ja. Und da habe ich dann manchmal es den anderen voraus, die nochmal in die Partitur gucken müssen. Das brauche ich nicht, ich weiß, was kommt. Ja. Sie lernen die Oper sozusagen by heart auswendig. Ja. Und wissen dann genau, wo welche dramatische Stelle dran ist. Während des Krieges, als Sie Offizier waren, an welchen Berufswunsch, an welche Perspektive haben Sie denn damals gedacht? Das war eine Zeit, schlimm genug, an der man eigentlich überhaupt nichts gedacht hat, außer an das, was da gerade passierte. Das ist wahrscheinlich auch eine Erklärung, warum das alles passieren könnte. Wenn sehr viele Leute sehr viel mehr gedacht hätten und mehr auch vorausgedacht hätten, wäre es vielleicht gar nicht passiert. Aber als es dann mal geschah, war man eigentlich, jedenfalls Menschen meines Alters, als der Krieg ausbrach, war ich 15. Sie waren, als der Krieg zu Ende war, 21. Und als ich zu Ende war, also war ich 21. Ja, ja. Und wenn man da in ein solches Geschehen reinkommt, des Entsetzlichen, ist man so von all dem gefangen genommen, dass also Gedanken, was würde ich eigentlich tun, wenn das nicht wäre, konnten sich eigentlich gar nicht einstellen. Ja.